Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, Schritte durch die Bibel, Teil 196, Auferweckung des Lazarus aus Johannes 11. Leitvers, Johannes 11, 25, Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Mit dem folgenden Bericht des Johannes über das größte Wunder unseres Herrn an Lazarus, seinem Freund aus Bethanien, machen wir noch einmal einen Sprung in die zurückliegenden Wochen, als sich der Herr Jesus außerhalb Jerusalems aufhielt. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass er sich dem Gesetz entsprechend, 5. Mose 16, 16, zu den großen jüdischen Festtagen nach Jerusalem begab und dass er in dieser Stadt auch zahlreiche Werke tat, die ihm die tödliche Gegnerschaft der pharisäisch eingestellten Juden einbrachten. Aus diesem Grunde hielt er sich zu Beginn seiner Tätigkeit mit seinen Jüngern hauptsächlich in Galiläa auf. Berichte der ersten drei Evangelien, später als er in Galiläa verlassen hatte, entwich er in die Gegenden am Jordan, nordöstlich von Jerusalem, bei Petabara, östlich des Jordans. Johannes 10, 14 bzw. Ephraim, westlich des Jordans, Johannes 11, 53, oder verließ die ihm feindlich gesonnenen Stadt doch wenigstens über Nacht, Matthäus 2, 2 und so weiter. In allem gab es für ihn keinen Zufall, war er nicht von den Plänen und Intrigen der Juden abhängig, sondern allein von seinem Vater. Er wartete auf seine Stunde. Römisch 1. Krankheit und Tod des Lazarus. Erstens, das Haus in Bethanien. A. In den Berichten der anderen Evangelisten wird das Haus der Martha in Bethanien nur einmal angeführt, ohne dass Lazarus dabei Erwähnung findet. B. Aus dem Bericht des Johannes geht jedoch hervor, dass der Herr Jesus im freundschaftliches Verhältnis mit Lazarus, ihrem Bruder, pflegte. Wenn es heißt, er ging hinaus nach Bethanien, so möchte man annehmen, dass er dort im Haus der Geschwister einkehrte. Matthäus 21, 17. Auch bei dem Abendessen im Hause Simons waren sie zugegen. C. Sie sind so verbunden mit ihm, dass sie seinen Aufenthaltsort kennen und ihm Botschaft zukommen lassen können. D. Über das freundschaftliche Verhältnis hinaus geht aber noch die Erwähnung seiner Liebe zu den drei Geschwistern, 1. Johannes 4, Vers 10. A. Sie selbst führen seine Liebe zu Lazarus an. B. Johannes bestätigt, dass er sie alle drei liebte. C. Die Juden machten einander darauf aufmerksam. Zweitens, die Botschaft. Trotz dieser engen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus ist Lazarus, sein Freund, auf den Tod erkrankt. B. Die Sorge um das Leben ihres Bruders veranlasst die Schwestern, dem Lehrer eine Mitteilung über den Zustand dessen, den er liebt, zuzustellen. C. Die Nachricht enthält weder Bitte noch Forderung. Sie werfen lediglich ihre Sorgen auf ihn, vertrauen sich dem an, von dem sie sich geliebt wissen. Ein vorbildliches Verhalten für jeden Gläubigen, der in einer bestimmten Angelegenheit Gottes Willen nicht kennt. Eins weiß er, auch er ist von seinem Herrn geliebt und
und darf sich ihm blind anvertrauen. 1. Petrus 5, Vers 6 bis 7. Die Antwort des Herrn. Jesus hörte es. Der Herr überhört die Botschaft seiner Freunde nicht. Er verheißt den Sieg des Lebens in diesem besonderen Fall. Er handelt entgegen menschlicher Erwartung und Empfindung nach der Weisung des Vaters, die in jedem Fall sowohl zur Verherrlichung des Vaters und des Sohnes als auch zum Besten derer, die ihn lieben, Römer 8, 28, dienen wird, Johannes 5, 19, womit er, obwohl er an seinem derzeitigen Aufenthaltsort bleibt, die größere Liebe beweist. B. Um Missverständnissen vorzubeugen, bestätigt Johannes die Liebe des Herrn Jesus zu Martha, ihrer Schwester und Lazarus. Grund genug für uns, uns in der Annahme unverstandener Schickungen zu üben. Viertens, der Tod des Lazarus. Weder eilt der Herr hin zu seinem Freund, noch heilt er ihn, wie bei anderen Gelegenheiten, durch sein mächtiges Wort aus der Ferne. Er wartet, bis Lazarus stirbt, bevor er sich auf den Weg nach Bethanien macht. Dieses Handeln des Herrn wird von keinem der Beteiligten, weder von den Schwestern noch von seinen Jüngern, verstanden. Doch seine Antwort an diejenigen, die er liebt, lautet zu allen Zeiten: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? In seiner Nachfolge will er uns aus den Niederungen des Kleinglaubens und der beschränkten irdischen Erwartungen herausführen, auf die Höhe des Glaubens. Wie ein Schmelzer will er uns im Ofen der Prüfungen läutern, um die Herrlichkeit Gottes in und durch uns sichtbar zu machen. Dieser Grundsatz wird im Leben fast aller Großen des Alten und Neuen Bundes mit Israel, Hebräer 8,8, erkennbar. Josef, Mose, David, Elia, Jeremia, Daniel, Paulus, ja, die Heiligen, Schrift sagt es sogar von dem Leben unseres Herrn selbst, Hebräer 5, Verse 7 bis 10. Dass er in solchen Prüfungszeiten nicht unbeteiligt bleibt, zeigt uns nicht nur dieses Kapitel, auch die übrige Schrift und die Erfahrungen der Kinder, aller Kinder Gottes, aller Jahrhunderte bezeugen, dass wir unsere Seelen nicht vergeblich einem treuen Schöpfer anbefehlen. Römisch 2. Die Auferweckung des Lazarus. Erstens. Aus den Reden der Jünger und der Sitzung des Hohen Rates im Anschluss an dieses Geschehen erkennen wir, dass sich der gute Hirte auf einen gefahrvollen Weg gemacht hat, um sein Schaf aus dem Rachen des Todes zu retten. Doch seine Liebe lässt ihn diese Gefahr verachten. Zweitens. Die Begegnung mit Martha. Der Herr Jesus belehrt seine Jüngerin. A. So wie bald darauf für Petrus, wird der Herr während der vergangenen Tage auch für seine drei Freunde in Bethanien gebetet haben, dass ihr Glaube unter der Belastungsprobe nicht aufhöre. B. Martha geht ihm entgegen und ohne Fragen nach dem Grund seines Zögerns bekundet sie ihm Glauben und Vertrauen. A. Trotz der nicht erfüllten Hoffnung auf sein rechtzeitiges Kommen. B. Trotz der fehlenden Einsicht in sein Handeln. C. Trotz des Todes ihres Bruders. Wie wirkungsvoll ist die Tätigkeit unseres hohen Priesters. C. Ihr Zeugnis ist die Basis für wunderbare Verheißungen des Herrn in Bezug auf A. das Leben ihres Bruders, B. ihn selbst, Christus, der in aller Ewigkeit der Garant des Lebens ist für die Seinen, ob sie leben oder gestorben sind.
Martha glaubt und bekennt ihren Glauben an ihn als den verheißenen Christus und Sohn Gottes. Drittens, die Begegnung mit Maria. Der Jesus offenbart sich seiner Jüngerin seine Empfindungen. Jakobus 5,11. Maria fällt ihm zu Füßen und so wie ihre Schwester bekundet sie ihrem Glauben und Vertrauen trotz seiner für sie unverständlichen Führung. B. Ihr Zeugnis, das durch den Schmerz um den Bruder nicht ausgelöscht wurde, ist für den Herrn die Basis. A. Für die Offenbarung seines liebenden Mitgefühls. Jesus weinte. B. Für die Entzündung seines Eifers und Zorns gegenüber seinem Widersacher, der die Macht des Todes hat, dem Teufel. Erzürnen und ergrimmen bedeutet wörtlich schnauben wie bei einem Schlachtpferd. Viertens. Die Auferweckung des Lazarus. A. Martha hatte die Größe dessen, was sie glauben soll, noch nicht erfasst. Der Herr erinnert sie. Es geht jetzt um nichts Geringeres als die Herrlichkeit Gottes, die du nach meiner Verheißung sehen sollst. Vor ihr gibt es keine Barrieren und Bedenken, kein Stein, keine Verwesung. B. Sein Gebet bestätigt das zuvor Gesagte. Ziel des Sohnes in all seinem Handeln ist die Verherrlichung des Vaters, wie das Ziel des Vaters die Verherrlichung des Sohnes ist. Johannes 17,1. Der Sohn, der in ständiger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, weiß um sein ununterbrochenes Erhörtwerden. Aber er will, dass seine Zuschauer, wie auch die heutigen Leser, an dem folgenden, unerhörten und einmaligen Wunder, Johannes 8, 9,32, erkennen, dass er es als der Gesandte, der Bevollmächtigte, als der Sohn Gottes vollbringt. Er macht ihnen den Vorwurf von Matthäus 9, Vers 34, unmöglich. C. Mit lauter Stimme ruft er den Verstorbenen bei seinem Namen und tritt den Beweis für die Wahrheit seiner Prophezeiung ein. Johannes 5, 25, 28. Wird er die größte seiner Selbstaussagen bestätigen, dann kann er in den kleineren Dingen nicht versagen. D. Der Verstorbene kommt heraus. Vers 44. Kein Tod, kein Schweiß und Grabtuch vermögen ihn daran zu hindern, die Stimme des Sohnes Gottes zu hören und ihm zu gehorchen. Der Herr aber gibt den Seinen durch diesen Machtbeweis ein erstes, sichtbares Unterpfand für seinen endgültigen Triumph, den er am Kreuz von Golgatha und am Auferstehungsmorgen über die Macht und die Werke des Teufels erringen wird. E. Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Er allein, der Sohn, der frei macht. Johannes 8,34. Er allein befiehlt vom Gesetz der Sünde und des Todes, damit die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Römer 8, Vers 1 bis 4. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Liebe Geschwister, in dem von Antonino wieder so wunderbar aufbereiteten Pfeil sehen wir doch die Herrlichkeit des Herrn Jesus, der Macht hat über Leben und Tod und wie er seine Liebe, die gewaltsam ist wie der Tod, zeigt allen denen, die glauben. Hier will ich folgen.